Hallo ihr Lieben. Ja, jetzt zu dieser Zeit wäre ja eigentlich die Leipziger Buchmesse gewesen. Sie musste aus nachvollziehbaren Gründen ausfallen, aber es ist natürlich jammerschade, vor allen Dingen deshalb, weil man dort immer so wahnsinnig tolle Leserbegegnungen hat. Aber Ars Edition hat sich was ganz Tolles einfallen lassen. Der Verlag hat uns Autoren gefragt, ob wir nicht Lust hätten, ein paar Zeilen aus unseren Büchern zu lesen und sie euch virtuell zu einem kleinen Geschenk zu machen. Ich finde die Idee ganz wundervoll, deswegen mache ich da natürlich mit und freue mich, euch heute Lisanne und Monsun vorstellen zu können. Das erste Abenteuer von den beiden. Und ja, horch doch mal rein. Lisanne drückte den Knopf an der Autotür, damit das Fenster sich öffnete. Ein warmer Wind wehte ihr ins Gesicht. Es roch nach Sommer und einem Gemisch aus frisch gemähtem Gras und Blüten. Tief atmete sie ein. Da lag noch ein weiterer Duft in der Luft. Etwas, das für Lisanne sogar noch besser roch als jede Blume. Pferde. Sieh mal, Lisi, sagte ihre Mutter vom Beifahrersitz aus. Wir sind gleich da. Lisanne blickte über die schnell vorbeiziehenden Felder hinweg. In der Ferne erkannte sie die vier weißen strohgedeckten Ferienhäuser, die sie im Internet gesehen hatte. Ihr Herz begann schnell zu schlagen. Welches von denen ist unseres? Ihre Mutter holte einen Zettel aus dem Handschuhfach. Sie überflog den Text darauf. Das vorletzte. Da war es wieder, dachte Lisanne. Dieses Kribbeln im Bauch, als wären da viele kleine Käfer drin. Seit gestern konnte sie vor Aufregung kaum mehr etwas essen. Voller Vorfreude streckte sie den Arm hinaus und ließ ihn in Wellenbewegungen durch die Luft fahren. Die nächsten 2 Wochen würden ganz sicher die schönsten ihres Lebens werden. Zu ihrem 12. Geburtstag war nämlich ihr größter Traum in Erfüllung gegangen. Sie durfte die Pferdeführerscheinprüfung ablegen, gemeinsam mit ihrer besten Freundin Mira. Na gut, es war der zweitgrößte Traum. Auf Platz 1 der Wunschliste stand seit Jahren ein eigenes Pferd. Aber davon war sie mindestens so weit weg wie vom Mond. Schließlich glich es schon einem Wunder, dass sie es geschafft hatte, ihre übervorsichtigen Eltern zu der Fahrt zum Falbenhof zu überreden. Für ganze 14 Tage. Eine fremde Umgebung, fremde Pferde, fremdes Gelände, keine Kontrolle. Lisi wusste, das alles klang für ihre Mutter wie purer Wahnsinn. Nur wenig später lenkte Lisans Vater das vollgepackte Auto auf die Allee mit den uralten Eichen, die zum Falbenhof führte. Schatten und Licht fielen abwechselnd auf Lisans Gesicht und ließen sie blinzeln. Dann kam der uralte Audi endlich mit einem Quietschen vor ihrem Ferienhaus zum Stehen. Da sind wir, sagte ihr Vater und zog die knarrende Handbremse an. Sofort löste Lisan ihren Sicherheitsgurt und reckte den Kopf aus dem Fenster. Sie wusste nicht, wohin sie als erstes gucken sollte. Vor ihren Augen erhob sich ein mächtiges Bauernhaus mit hölzernen Fensterläden. Die rote Backsteinfassade war mit wildem Wein bewachsen. In der Sonne lag eine dicke Katze und wärmte sich das Fell. Hühner saßen auf dem Rand eines steinernen Brunnens, wo eine kleine Wasserfontäne plätscherte. Keines der Tiere ließ sich davon stören, dass gerade 2 weiße Pferde an ihnen vorbeigeführt wurden. Lisi nahm den geliebten Takt der Hufe in sich auf, als wäre er Luft zum Atmen. Er klang für sie wie Musik. Der Falbenhof war noch viel schöner, als sie ihn sich vorgestellt hatte, und ganz anders als der winzige Rapshof, wo sie seit ihrem 7. Geburtstag einmal die Woche Reitunterricht nahm. Plötzlich fiel ihr Blick auf einen roten Bulli mit unzähligen Aufklebern darauf. Sie kannte ihn genau. Kein Auto der Welt sah so aus, außer Mira ist schon da, rief sie etwas zu laut. Wenn ihr wissen wollt, wie Miras, Lisans und vor allen Dingen Monsuns Abenteuer weitergeht, dann lest rein in dieses Buch.